Das ist die 9. Episode, Klichy. Richtig. So, dann würde ich sagen, einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zur 9. Episode von Magenta Sport, dritte Liga Top-Thema. Was haben wir schon wieder für eine Freude, obwohl zu welcher unchristlichen Zeit weckst du mich eigentlich, Alexander Klich? Du siehst aus, als hättest du 1,5 Stunden geschlafen. Ja, es waren 5. Ich bin gerade frisch aus Saarbrücken. Ja, gestern Saarbrücken gegen den MSV Duisburg. Was für ein Fußballspiel. Und bitteschön, ja, bitteschön, Alexander. Was ist mit Saarbrücken los? Seitdem Kwasniok gesagt hat, nö, das lassen wir am Ende der Saison, da gewinnen die. Ohne Ende. Ja, das ist die Leichtigkeit des Seins, wobei er gesagt hat, er hat noch nie so hoch gewonnen, ja, mit einem Profiverein und trotzdem so eine Grütze gespielt. Also die machen einfach, was sie wollen und gewinnen trotzdem. Das ist geil für Saarbrücken, aber gar nicht so geil für unseren heutigen Gast. Ja, stimmt, denn der SVW in Wiesbaden, der mischt da oben ja auch mit und hat jetzt Saarbrücken ebenfalls im Nacken. Und aktuell trägt dort aufgrund der Verletzung von Mrofsa der Sascha Mockenhaupt die Kapitänsbinde. Das reicht schon, damit hat er sich schon qualifiziert für diese Episode. Mocki, schön, dass du es einrichten konntest. Wo erwischen wir dich? Ich glaube, dein zweiter Arbeitsplatz ist das da unten im Keller, ne? Ja, das ist korrekt. Also bei mir im Streamingraum, man sieht es ja auch im Hintergrund. Ich versuche das natürlich optisch ein bisschen so zu gestalten, dass die Jungs da Spaß haben, das zu sehen. Mein Sohn ist jetzt im Kindergarten. Ich bin auch schon seit 7 Uhr wach. Also erlebt mich topfit. Ja, du hast uns hier natürlich zu einer unglaublich frühen Zeit rausgeklingelt, aber ist kein Problem. Was ist denn ein Streamingraum? Da geht's schon los. Hallo, ich bin über 30. Also ich bin auch fast 30 und bei mir gibt es auch Zuschauer, die sind über 50. Ne? Also das ist kein Argument. Du solltest dich gleich damit mal auseinandersetzen. Das ist die Zukunft. Das ist immer größer geworden jetzt im letzten Jahr. Ich streame von hier aus auf Twitch. Habe mir ein bisschen alles eingerichtet mit verschiedenen Lichtern, Kameras, Audio, sodass die Leute mir beim Zocken zugucken können und mit mir ein bisschen interagieren können. Was mich natürlich interessiert im Hintergrund, die Trikots. Ja, da werfe ich die ganze Zeit schon ein Auge drauf, auch wenn es natürlich schwierig ist, an so einem wunderschönen Menschen wie dir vorbeizuschauen. Aber hast du gegen die alle gespielt oder was ist das? Ja, das sind alles Freunde. Also ich habe mir irgendwann mal gedacht, jetzt mit irgendjemandem, den ich cool finde, prominent finde, keine Ahnung was, ein Trikot zu tauschen, war jetzt nicht irgendwie meins. Deswegen habe ich eigentlich, wenn ich ein Trikot tausche, sind das immer Weggefährten oder, wie gesagt, Freunde. Da hängt niemand, der aus Prominenzgründen da hängen sollte. Was ist denn da dein Lieblingsjersey? Also das Lieblingstrikot wäre mein eigenes hier mit der 13, weil das ist aus meiner Oberliga-Zeit noch und das war mein erstes Trikot, wo mein Name drauf war quasi und steht ein bisschen symbolisch für meine ganzen Freunde, für die Heimatzeit einfach, wo ich ja noch bis 21 gekickt habe. Und der ganze Rest, ich denke, Christoph Kramer wird wahrscheinlich dann der Prominenteste sein, der da hängt, mit dem ich in der Jugend zusammengespielt habe. Ja, wie gesagt, sind eigentlich alles Freunde, bedeuten mir alle irgendwo viel, aber das Heimattrikot wäre dann schon das Besonderste. Ja, Christoph Kramer ist natürlich ein Riesenstichwort, mit dem hast du gespielt in der C-Jugend. Leverkusen, da hast du mal angetestet damals als Teenager, hast gemerkt, scheiße, ich pack das alles nicht. Spiele ich lieber bei der SG Betzdorf und mach da ein bisschen gemütlich rum. Und auf einmal war es dann doch die zweite Fußball-Bundesliga mit Kaiserslautern. Dann nimm uns mal mit auf diese Reise. Ja, also sehr verrückter Weg. Ich glaube, der ist auch relativ untypisch, sage ich mal. Die C-Jugendzeit in Leverkusen war schön, aber ich musste halt 100 Kilometer zu einem Training fahren. Grüße da nochmal meine Mutter, dass sie mich jeden Tag gefahren hat. Das war aber dann mit der Oberstufe auch nicht mehr kombinierbar und es sah auch nicht so aus, dass ich da in der B-Jugend dann großartig Spielzeit bekommen würde. Hat sich für mich eigentlich nicht rentiert. Plus, dass ich viele soziale Kontakte auch einfach aufgeben musste aus der Heimat, weil einfach keine Zeit mehr da war. Mein ganzer Tagesablauf war eigentlich nur nach Training ausgerichtet. Und ich hätte dann auch noch die Option gehabt, zu einem anderen Bundesligisten zu gehen danach. Habe aber gesagt, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich will wieder mit meinen Freunden Spaß haben. Und ja, habe mich dann dazu entschieden, wieder in die Heimat zu wechseln. Was ich jetzt im Nachgang auch absolut nicht bereue, dass es dann noch für den Fußball gereicht hat, war ein paar Zufällen geschuldet und auch viel Engagement meinerseits. Aber ja, wie gesagt, die ganze Zeit mit den Jungs dann da in den Jahren, ja, will ich jetzt auch nicht missen. So, jetzt brauche ich die Headline. Was war das für ein Bundesligist? Wer wollte den Sascha Mockenhaupt zu sich holen? Ich habe ein Probetraining in Mainz gemacht und das wäre dann halt auch Internat gewesen. Und die waren nach dem ersten Training schon interessiert, aber ich habe schon beim Training gemerkt irgendwie, dass ich nicht mit voller Leidenschaft dabei bin. Und
Ich bin jemand, der ungerne Dinge macht, von denen er nicht wirklich überzeugt ist. Und habe dann zu meinem Vater gesagt, also selbst wenn sie jetzt sagen, okay, wir wollen dich gerne dazu nehmen, ich glaube nicht, dass ich es machen werde. Von daher habe ich dann den weiteren, das gar nicht mehr forciert und ja, bin dann zu Betzow gewechselt zu meinen Kollegen, die zum Glück alle noch versammelt waren. Wie kam es denn dann zum Gang nach, ich wollte schon sagen Canossa, aber ist es ja nicht, ist Kaiserslautern zum FCK? Ich habe tatsächlich, wie gesagt, war Zufall und auch Glück dabei. Ich habe dann in der Oberliga viel auf der Außenbahn gespielt und war mit 18 halt schon im Oberligakader drin. Und von meinem Vater, ein Freund, der für den Verein scoutet, war einfach da, weil sie befreundet waren. Und in dem Spiel hat sich mein Kollege in der Innenverteidigung den Zeh gebrochen in der Halbzeit. Und dann sagt er, ja, ich soll in der zweiten Halbzeit dann Innenverteidigung spielen. Und das hat den Kollegen dann so überzeugt, dass er mich danach angerufen hat und hat gesagt, pass auf, zumindest mal ein Probetraining kann ich verantworten, dich dahin zu schicken. Und dann war ich eine Woche bei Alois Schwarz damals, bei den Lauter Amateuren im Probetraining, der dann nach der Woche gesagt hat, pass auf, ich glaube, dass das Sinn machen könnte. Ich sehe da viel Potenzial. Wenn du kommst, dann mache ich dich aber komplett zu einem Innenverteidiger. Und ich dann gesagt habe, komm, ich probiere es einfach. Der Verein wollte mir dann einen Zweijahresvertrag geben. Ich habe dann gesagt, ich würde gerne erstmal ein Jahr machen, weil ich halt die Erfahrung schon gemacht habe, dass es vielleicht auch gar nicht mir zusagt. Und im Endeffekt ist dann auch alles aufgegangen. Ich habe in dem ersten Jahr viel gespielt, war nach dem ersten Jahr dann schon bei den Profis dabei, habe in dem zweiten Jahr dann schon ganz am Ende auch eine Einwechslung am Betzenberg machen dürfen vor vielen Zuschauern und bin dann in die zweite Liga nach Aalen gewechselt. Also ab dem Zeitpunkt ist dann jedes Jahr steil bergauf gegangen, dass das so alles funktioniert. War nicht unbedingt zu erwarten, aber es war auch viel extra Arbeit dabei, weil ich natürlich vieles aufholen musste, was viele Jungs in der Jugend sich einfach schon erarbeitet haben, klar. Strassi, alle Fußballprofis in ganz Deutschland gerade, was macht der Mockenhaupt da? Ja, Zweijahresvertrag angeboten bekommen, wollte nur ein Jahr, der macht doch den Markt kaputt, oder? also wovon ich weiß gar nicht, wovon ich mehr irritiert bin. Vom Licht hinter dir, was die ganze Zeit die Farbe wechselt, oder von dir. Gibt es auch Leute, die sagen, Mocke, ich glaube, du hast einen an der Waffel? Also ich habe tatsächlich immer wieder mal Leute gehabt, die gesagt haben, Junge, was ist das denn? Wir haben natürlich, das ist der Klassiker, letztes Jahr Max Ditgen zum Beispiel, der saß dann da und sagt irgendwann so, sag mal Mocke, kann es eigentlich sein, dass wir hier in einer Kabine sitzen? Ich habe in der Jugend 50 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft gemacht und du hast in der Zeit 50 Partys gefeiert mit deinen Freunden und wir sitzen hier einfach in derselben Kabine, spielen in derselben Mannschaft und ich habe wahrscheinlich, obwohl ich 5 Jahre jünger bin als du, genauso viel trainiert. Und das ist irgendwo, ja, hat er schon recht, ne? Ich meine, es gibt nicht nur einen Weg. Ich bin froh über meinen. Natürlich muss man auch immer sagen, wer weiß, was gewesen wäre, wenn ich einfach den Arsch zusammengekniffen hätte und hätte das durchgezogen. Ne? Kann ja sein, dass ich dann vielleicht erste Bundesliga gespielt hätte. Aber wer weiß, ob sich dann charakterlich bei mir alles so entwickelt hätte. Familiär, wer weiß, oder das mit dem E-Sport jetzt als zweites Standbein, das sind alles so Sachen. Ich bin einfach grundzufrieden mit dem, was ich gemacht habe und würde nichts anders machen. Ich glaube, das ist so mit das Wichtigste, was man haben kann. Ja, und diese War, Saison war, führt es. sorry, Klich, Entschuldigung, wir sprechen hier. Ich hab mal nachgeschaut, du bist ja vom Sternzeichen Jungfrau. Ja, und eine Jungfrau ist per se ehrgeizig. Hast du das nicht? Warst du nicht ehrgeizig oder was war da los? Wenn man mit den Leuten in meinem Umfeld redet, sagen die wahrscheinlich, ich bin der ehrgeizigste Mensch überhaupt. Das sind einfach, also man muss bei mir sagen, das ist so ein Unterschied zwischen, ich bin sportlich zwar ehrgeizig, möchte aber einfach im Leben die Sachen machen, die mir Spaß machen und worauf ich Bock habe. Und das manchmal beißt sich das einfach. Und ich habe in den Jahren, wo ich dann gemerkt habe, nach Lautern gewechselt bin und gemerkt habe, okay, es könnte mit Fußball tatsächlich funktionieren, mir auch komplett den Arsch aufgerissen. Ich habe in dem ersten Jahr 6 Kilo zugenommen an Muskelmasse, weil es einfach, ja, von Bedarf war, sage ich mal, weil ich da einfach ja, viel aufholen musste und habe auch in dem Jahr, als wir mit Wiesbaden aufgestiegen sind in die zweite Liga, auch nochmal 6 Kilo draufgepackt.
Das heißt, der körperliche Unterschied, den musste ich schon aufholen und es war auch scheiße anstrengend. Ich war, glaube ich, jeden Tag in dem Jahr im Kraftraum, wo viele schon gesagt haben, Junge, heute ein Tag nach dem Training, morgen ist ein Spiel, wie kannst du jetzt noch im Kraftraum sein? Aber ich wollte einfach das Maximum, was noch geht, einfach rausholen und ja, wie man gerade sieht, läuft es ja ganz gut, würde ich mal behaupten. Du hast ja auch eine Riesenkarriere jetzt hingelegt. Ich habe mich übrigens wohl informiert. Die FIFA Ultimate Team Weekend League. Da hast du irgendwie Yes. 30 Spiele in Folge alles wegrasiert, was da dir vor die Flinte gekommen ist. War das dann quasi dein großer Durchbruch im FIFA-E-Sport-Bereich? Ja, also ich sag mal, die letztes Jahr die Meldung, dass der Verein mich in der VBL spielen lässt, war so der Grundstein, weil das natürlich irgendwo Presse gab, dass ein Fußballprofi quasi auch FIFA-Profi ist. Und ich habe jetzt Anfang des Jahres war das, wo ich das 30-0 in der Weekend League geschafft habe. Das ist halt so ein Markenzeichen. Da war ich dann, ich glaube, 73. weltweit. Und ich weiß nicht, wie viele Millionen FIFA spielen. Das ist dann schon eine Nummer, wo ich tatsächlich, wenn man das jetzt vergleichen würde, im FIFA eigentlich vergleichsweise besser bin, als ich auf dem Platz bin. Also es gab in dem Moment theoretisch weniger FIFA-Spieler, die besser sind als ich, als Fußballspieler, die besser sind als ich. Ist natürlich ein komplett anderes Geschäft, deswegen kann man es nicht so vergleichen. Aber ja, das war so eine Sache, wo dann halt viel Aufmerksamkeit kam und ich dann auch noch ein Turnier gewonnen habe, wo es 2.000 € Preisgeld gab mit 70.000 Live-Zuschauern. Das ist ja dann schon mehr, als ich vor der Kulisse mal im Stadion hatte. Von daher ist es klar, dass die Presse da dementsprechend auch Interesse dran hat. Ich frage mich dann natürlich, wie viel Zeit verbraucht so ein E-Sports-Profi? Wie viel musst du trainieren? Ja, also wenn du dann zur Frau sagst, hör mal, ich kann jetzt nicht, ich muss hier mal eben noch mal 30 Spiele wegflexen. Erzähl uns das mal. Also wenn, da springen mir wahrscheinlich alle E-Sportler jetzt ins Gesicht, aber ich trainiere tatsächlich gar nicht, weil ich, wie gesagt, Familie und Studium auch noch nebenbei habe. Die 30 Weekend League-Spiele, die habe ich schon immer gemacht. Also das habe ich vor 4 Jahren gemacht, wo niemand das einsehen konnte und niemand mir zuschauen konnte. Und das mache ich jetzt. Das sind dann 30 Spiele, Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist in 8 bis 10 Stunden ungefähr. Aber wie gesagt, das ist einfach Hobby von mir. Das würde ich sowieso zocken. Da gibt es keinen Unterschied von früher und jetzt. Und unter der Woche bin ich einmal live, um meine Belohnung vom Wochenende aufzumachen, wo auch Zuschauer ihre aufmachen können. Da geht es aber nur um Interaktion. Also da spiele ich überhaupt nicht FIFA. Das heißt, ich mache wirklich nur die Competition am Wochenende und habe unter der Woche eigentlich gar kein Training. Ja, du hast ja gesagt, du kannst ein bisschen Geld damit scheinbar verdienen. Dein Vertrag im Sommer in Wiesbaden läuft aus. Reicht das, wenn die sagen, du, wir wollen gar nicht mit dir weitermachen? Reicht dann die E-Sport-Karriere, um die Familie zu ernähren? Da ich ja auch einen E-Sport-Vertrag bei Wiesbaden habe und der parallel dazu dann auch auslaufen würde, müsste ich mich dann komplett neu orientieren auf beiden Ebenen. Also rein von Twitch würde es auf jeden Fall eng werden. Meine Frau ist Erzieherin. Dann wird es wahrscheinlich eng. Aber ich bin guter Dinge, dass ich eine vernünftige Lösung finde und ab Sommer nicht arbeitslos bin. Das heißt aber eine vernünftige Lösung mit Wiesbaden. Also du möchtest da verlängern, ihr seid in Gesprächen. Ja, wir sind schon in Gesprächen. Klar, dass für mich hier stimmt einiges. Also ich habe ein Haus hier gebaut. Meine Familie ist hier zufrieden. Ich habe eine gute Nähe nach Hause. Also viel näher komme ich nicht mehr nach Hause. Im Westerwald gibt es keine Fußballmannschaften. Die Region ist relativ tot, was Profifußball angeht. Und wir suchen da natürlich an der Lösung. Klar, gibt es auch andere Optionen. Ich habe die letzten Jahre in der Regel, wie ich schon gesagt habe, gute Leistungen gezeigt. Und dass da auch Interesse von anderen Vereinen da ist, ist auch normal. Und dass ich mich damit beschäftigen muss, kann, glaube ich, auch jeder verstehen, weil ich jetzt 29 bin und die Entscheidung, die ich jetzt treffe, wird dann wahrscheinlich auch grundlegend für den Rest meiner Karriere sein. Deswegen muss man da einfach alles überlegen. Ich habe aber auch mit keinem anderen Verein gesprochen. Also wenn meine Grundidee ist, mit dem Verein mich zu einigen, da eine Lösung zu finden, die für alle akzeptabel ist und da sind wir eigentlich in guten Gesprächen und ich hoffe auch, dass das zum Abschluss kommt. Ich hatte auch jemanden in der Leitung, den du kennst, ja, und den würde ich dir gerne mal einfach mal vorspielen, ja. Es gab, glaube ich, mal irgendeine Situation, ich weiß nicht, Pressekonferenz, und dann hat sich der Sascha Mockenhaupt dazu geschaltet und hat mal unverschämt nachgefragt nach den Anti-Aging-Produkten, die derjenige verwendet. Aber da können wir vielleicht später noch mal drüber sprechen. Jetzt hören wir erstmal Folgendes. Ich bin in unserem Wohnzimmer und kurz am Anfang zum Verständnis, ich bin ungefähr 1,80. Da hinten, die Abdeckung dürfte ungefähr 2,20 sein.
Ich stehe extra deswegen hier, weil du weißt, aufgrund deiner überragenden Spieleröffnung, die Bälle, die hierher geflogen sind, die musste ich ja immer ungefähr auf der Höhe immer annehmen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob unser lieber Kempe das eigentlich auch kann. Aber das nur mal zum Start. Ansonsten, was soll ich über dich sagen, Mocke? Mir fehlt so ein bisschen natürlich unser gemeinsames Trainingsgebaren. Gibt es eigentlich irgendeinen, der inzwischen, wie ich sonst auch immer, grundsätzlich in deine Mannschaft, wo du doch so überragend im Training immer engagiert teilweise zugange warst, der jetzt auch immer mit dir tatsächlich die Trainingseinheit in jedem Abschlussspiel absolvieren muss, so wie ich, obwohl ich immer gegen dich spielen muss? Das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob da jetzt einer diese Bürde tragen muss. Ansonsten, ja, Mocke, ich hoffe, wir sehen uns jetzt bald mal wieder, ne? So ein bisschen persönlich. Vielleicht ziehe ich mir auch nochmal die 18er Eisen an, wenn es wieder erlaubt ist, und komme mal ins Training, damit wir da nochmal ein Revival feiern. Ansonsten erklär du bitte den Leuten einfach den Rest, von was ich gerade gesprochen habe. Das ist deine Show und dein Part, mein Lieber. Liebe Grüße aus Wiesbaden, mein Lieber. Ja, Alfons, Junge, ist das geil. Alf Minzel, die Drittliga-Legende. Also ich bin so jemanden kennengelernt zu haben, ne? Er ist natürlich jemand, der, ja, der hat so ein paar Parallelen im Kopf, wie auch ich denke. Ne? Der lässt, der ist auch darauf fokussiert, einfach Spaß zu haben an der ganzen Sache, der immer Vollgas da ist und auch immer seine Leistung gebracht hat, aber trotzdem irgendwie immer das Leben genossen hat. Ne? Ich glaube, das Zitat von Kolle damals mit dem Rauchen und Trinken, das hat, glaube ich, auch jeder präsent. Und das beschreibt ihn eigentlich ganz gut. Und ich glaube, jeder hat ihn spielen sehen. Also da, das hat keinem geschadet, was er da gemacht hat. Mit seinem, dass er da oben den Ball immer annehmen musste, mit meinen Diagonalbällen. Was soll ich machen? Der Trainer hat das damals vorgegeben. Wir sollen viel mit Diagonalbällen spielen, damit außen Lore das Ding dann flanken konnte auf Scheffler. Hat auch viel gut funktioniert. Also er soll sich da mal nicht beschweren. Aber ja, ist einer der geilsten Typen, die ich kennengelernt habe. Und ich bin froh, dass er noch beim Verein dabei ist, sodass ich ihn ab und zu mal treffen kann. Er hat auch hier meinen PC zusammengebaut, weil er da auch absolut affin ist. Also Grüße gehen an der Stelle da auch nochmal raus. Wie ich dich einfach jetzt schon hasse, Mockenhaupt, ne? Hä? Wie ich dich einfach jetzt schon hasse, Mockenhaupt. Aber er sagt ja auch, dass du schlecht trainierst. Hat er da recht? Also ich würde nicht sagen, schlecht trainieren. Ich würde sagen, dass ich fokussiert an dem trainiere, was mir dann für den Samstag weiterhilft. Ich weiß schon, was ich machen muss, was ich machen soll. Also ich bin jetzt niemand, der jetzt im Training alles auseinander nimmt und dann vielleicht am Samstag beim Spiel irgendwas liegen lässt. Da bin ich dann doch eher tendenziell andersrum, dass ich sage, mein Fokus liegt am Samstag auf dem Spiel. Ich glaube, ich und Alf waren auch immer die absolut entspannt noch 10 Minuten vor Anpfiff ein bisschen rumgeflaxt haben, während andere schon 2 Tage lang im Tunnel und nicht ansprechbar waren. Ich glaube, wir haben sogar in Ingolstadt vor dem Rückspiel noch im Tunnel noch ein paar Witze gemacht, bevor es dann rausging, wo andere halt völlig angespannt waren. Ich glaube, dass man in der Mannschaft einfach da eine gute Mischung braucht und Alf und ich waren dann eher dafür verantwortlich, dass die Stimmung immer locker und aufgelöst ist. Da drehen zwei aber mal richtig den Swag auf, hey, nicht schlecht. Und lass uns doch abschließend überlegen, was wäre denn los, wenn es jetzt nochmal klappen würde mit dem Aufstieg bei Wiesbaden? Ich hoffe, dass wir das dann auch dementsprechend feiern können. Ne? Das ist das Wichtigste. Ja, das ist tatsächlich, ich habe da damals auch nach dem Spiel direkt ein Interview gegeben, nach dem Ingolstadt-Spiel, wo der Kollege mich gefragt hat, was jetzt das Erste wäre, was ich mache. Und ich habe gesagt, dass ich jetzt gucke, wann der nächste Flug nach Mallorca geht. Wo er mich dann auch komisch angeguckt hat, weil er gesagt hat, okay, ob ich das jetzt ausstrahlen kann im Fernsehen, wie das schon wieder wirkt. Aber ich glaube, dass da einfach auch mal aufgeräumt werden muss, dass das Profigeschäft trotzdem daran interessiert ist. Wir sind genauso Fußballer, wie man der Kreisliga-Fußballer ist. Ne? Wenn da ein Erfolg ist, dann wollen wir den feiern. Natürlich wird bei uns weniger häufig getrunken. Damals in der Oberliga gab es zum Abschlusstraining immer einen Kasten. Das würde jetzt hier natürlich nicht der Fall sein. Aber trotzdem gehen wir raus, ob man dann viel trinkt, ist dann jedem Einzelnen überlassen. Aber ja, dass wir da Spaß dran haben wollen, was wir machen und dass es irgendwo noch ein kleiner Teil auch Hobby für uns ist, zumindest in unseren Traumvorstellungen, ist, glaube ich, auch klar. Jetzt, mein lieber Chef Alexander Klich, weiß ich nicht, ich hätte noch eine interessante Geschichte, die ich vielleicht noch kurz mit Sascha Mockenhaupt, ja, du kannst auch gerne in der Zeit woanders, du warst...
bei FK Bodo Glimt, das hat mich noch kurz interessiert, in Norwegen. Allerdings nur 4 Monate, 12 Spiele. Wie war's und warum nur so kurz? Das war für mich mit die geilste Erfahrung, die ich machen konnte, auch abgesehen vom Fußball, auch einfach persönlich. Das war für mich in der Charakterentwicklung auch sehr krass, weil wir hatten, ich glaube, man hat es ja jetzt gesehen, was die jetzt da abgerissen haben, Meister geworden sind mit einem Riesenabstand. Mhm. Da sind viele Jungs dabei, die damals schon da waren. Jens-Peter Hauge ist ja auch zu AC Mailand jetzt gewechselt. Der war damals 16 und hat bei uns gespielt schon. Das war unfassbar talentierte Truppe. Es waren viele 17-, 18-Jährige dabei. Ich habe noch nie in so einer jungen Mannschaft gespielt. Und dann als Ausländer irgendwo Führungsspieler zu sein, er hat mich schon geprägt, hat mir einiges mitgegeben und auch landschaftlich, was ich da mit meiner Frau erleben durfte, rumzureisen. Das war Wahnsinn. Auch die Einstellung zum Fußball ist da eine ganz andere. Das ist einfach nicht so verbissen, nicht dieses Disziplinierte, auf Erfolg getrimmte. Daher kam der Trainer nach einer Niederlage in der Kabine noch zu mir und meinte, kannst du morgen meinem Sohn mal bei den Deutschhausaufgaben helfen? Das war einfach brutal angenehm. Die Zeit war einfach richtig schön. Und zustande gekommen ist es, weil Lautern in der letzten Transferwoche gesagt hat, hier, wahrscheinlich spielst du wenig dieses Jahr, damals Taifun Korkut. Und dann blieben mir wenig Optionen. Die hat sich dann spontan zum Glück aufgetan. Und ich war dann da und bin dann auch nicht mehr nach Hause geflogen, sondern bin sofort da geblieben. Meine Frau ist dann nachgereist mit allen Klamotten. Weil wir einfach gesagt haben, wir wollen das gerne machen. Und da geht die Saison ja immer bis von März bis November. Und dann ist die Saison vorbei aufgrund der Witterung. Und da war es einfach so, dass meine Frau dann schwanger geworden ist. Und wir einfach entschieden haben, dass wir einfach als Familie nah an unserer Familie in der Heimat sein wollen. Wäre das nicht der Fall gewesen, wären wir definitiv im Ausland geblieben. Aber es war auch nicht so, dass es zufällig gewesen war, sondern wir haben uns in der Phase auch entschieden, dass wir Nachwuchs wollen. Und das bei vielen dauert das ja öfters mal. Bei uns hat das dann sofort funktioniert. Wir waren glücklich drüber. Das ist diese norwegische Luft. Ja. Was auch immer, es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Und deswegen sind wir dann wieder nach Deutschland gekommen, obwohl das riesen Spaß gemacht hat. Und ich auch vielem das ans Herz legen kann, das einfach mal zu machen, im Ausland zu spielen, weil man da viel persönlich einfach mitnimmt. Und auch fußballerisch ist das auch eine echt gute Bühne. Da melden sich halt viele ausländische Vereine dann auch einfach. Wir wären wahrscheinlich dann im Ausland einfach geblieben, irgendwo noch in ein anderes Land gegangen vielleicht. Das wäre jetzt auch eine Sache gewesen, die hätte ich mir auch gut vorstellen können. Kann ja noch kommen. Noch habe ich ein paar Jahre. Also wie gesagt, ich bin ja erst Profi seit 6 Jahren. Normalerweise ist man jetzt 24, also noch so 10 Jährchen traue ich mich schon zu. Rein körperlich habe ich noch nie eine schlimmere Verletzung gehabt. Also ich bin guter Dinge, dass ich noch ein paar Jahre spielen kann. Ja. Das Einzige, was verschleißert, sind deine Finger. Ne? Die haben irgendwann ein Problem. Ich habe hier die Mittelhand, hatte ich schon mal gebrochen. Es war auch sehr kritisch, aber ich habe es geschafft, den Controller in den Gips einzuklemmen. Und dann ein bisschen mit einem Daumen. Der Daumen war frei beweglich. Das ist wahre Liebe. Und ein schönes Schlusswort. M-Oki, meine Damen und Herren. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielen Ciao, Dank, tschüss. Meine Damen und Herren, ich habe schon meine Daumen geölt. Ich bin jetzt auch angewichst. Da ist er schon, der Controller. Ja. Habe ich gerade sofort bestellt. Ich gehe jetzt ran an die Konsole. Ja, das Real Life hat für mich ein Ende. Klich, du bist für mich gestorben. Ja, ich gehe zocken. Tschüss. Ciao.